dann meine ich im Kaisersaal des Hamburger Rathauses. Und wenn sich jetzt alle Zuschauerinnen und Zuschauer fragen, in einem Raum verschiedene Leute, ja, das ist möglich, denn der Kaisersaal ist sehr, sehr groß. Der zweitgrößte Saal im Hamburger Rathaus. Und ich kann das vielleicht einmal ganz kurz zeigen. Es gibt so einen Ausblick in diesen Raum und wir sitzen mit sehr, sehr großen Abständen zueinander. Wer wir ist, das werde ich gleich sagen. Auf jeden Fall noch einmal ganz herzlich willkommen an alle, die zugeschaltet haben zu der Veranstaltung Gründung des Deutschen Reiches vor 150 Jahren. Musste dieser Nationalstaat sein, veranstaltet von der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft. Eine Diskussionsrunde mit der Politikwissenschaftlerin Carina Boog, mit Jürgen Zimmerer, Professor für Globalgeschichte an der Universität Hamburg und mit Jürgen Bönig, Soziologe und Historiker. Mein Name ist Siri Keil und ich bin in den kommenden 90 Minuten für die Moderation zuständig. Und hier der Kaisersaal ist nicht zufällig gewählt heute an diesem Tag, ein Ort, an dem dieses Thema hervorragend passt, denn er verdankt seinem Namen dem Umstand, dass Kaiser Wilhelm II., dessen Name heute noch öfter fallen wird hier im Laufe der Veranstaltung, 1895 hier zu Abend gegessen hat. Anlass war die Eröffnung des Kaiser-Wilhelm-Kanals, auch bekannt als Nordostsee-Kanal. Und wie gesagt, nochmal gut, dass dieser Saal so groß ist, dass wir in gebührendem Abstand pandemiegerechter Entfernung zueinander sitzen können. Und in dem Sinne freue ich mich über die nächsten rund anderthalb Stunden. Bei diesem kritischen Blick auf die Gründung des Deutschen Reiches und der Kaiserzeit und weil dieses Thema nicht nur hochinteressant ist und auch eine unglaubliche Menge Diskussionsbedarf und Diskussionsstoff liefert, haben wir drei Expertinnen mit viel, viel Wissen eingeladen. Und 90 Minuten sind da eine ziemlich sportlich kurze Zeitstrecke. Deshalb steigen wir direkt ein und zwar mit einer Begrüßung von Norbert Hackbusch, Abgeordneter der Bürgerschaftsfraktion Die Linke und quasi Gastgeber heute hier. Ja, hallo, einen schönen guten Abend. Ich freue mich, hier alle begrüßen zu können in diesem Kaisersaal zu diesem historischen Datum, 18. Januar 2021, bedeutet 150 Jahre nach der Reichsgründung des Deutschen Reiches. Und das ist ja auch dasjenige, weswegen wir mit großem Interesse diese Veranstaltung für uns überlegt haben und organisiert haben. Wir haben festgestellt, dass nicht nur dieser Saal das zeigt, sondern auch diese Stadt das zeigt an vielen Sachen, dass es eigentlich ein sehr unkritisches Verhältnis in der Stadt und auch in der Öffentlichkeit eigentlich zu diesem Datum und zu dieser Reichsgründung gibt. Wenn man sich das anguckt, der Bismarck, der friedlich über der Stadt thront und freundlich dort herausschaut, der Kaisersaal, einer der wichtigsten Sachen in diesem Rathaus, der in keiner Art und Weise gebrochen ist, sondern das Ganze immer noch patriarchalisch darstellt, nach dem Motto, das waren die gütigen, guten Jahre. Und danach, das, was dann eigentlich geschehen ist im Nationalsozialismus, war eigentlich nur ein Betriebsunfall. Das ist dasjenige, was wir schon seit einigen Jahren kritisch angucken. Deswegen ist es uns wichtig, dieses Datum heute hier eben auch zu kritisch zu würdigen. Und dementsprechend freue ich mich darüber, dass wir viele interessante Personen haben, die uns dazu etwas sagen können. Soweit. Vielen Dank, Norbert Hackbusch. Und das ist eine perfekte Überleitung zu dem Part, jetzt hier einmal kurz vorzustellen, wer hier im Raum sitzt und heute mit Wissen diese Veranstaltung füllen wird. Und zwar sitzt hier Jürgen Bönig. Er ist Technikgeschichtler, hat 28 Jahre im Museum der Arbeit als Abteilungsleiter des grafischen Gewerbes und Ausstellungen zur Stadtentwicklung und zur Mobilität gearbeitet.
in seinem 2017 erschienenen Band Karl Marx in Hamburg, der Produktionsprozess des Kapital, hat er die politische Bedeutung des Verlegers Otto Meissners entdeckt. Das war der Verleger, der Texte verlegt hat, neben denen von Karl Marx auch noch von zahlreichen anderen Autorinnen und Autoren, die demokratische und republikanische Alternativen zur Entwicklung der Wirtschaft, der Gesellschaftsordnung und des Staats formuliert haben. Und dazu erscheint beim VSA Verlag in diesem Jahr 2021 das Buch Otto Meissner, Verleger des Kapital, ein 1848er in Hamburg. Herzlich willkommen, Jürgen Gönig. Dann ist hier Carina Burg. Sie ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet als Redakteurin bei der linken Zeitschrift Analyse und Kritik. Sie beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der extremen und neuen Rechten. Carina Burg ist Mitherausgeberin des Buches Autoritärer Populismus im westfälischen Dampfboot Verlag und hat in mehreren Sammelbänden die Geschichte und Ideologie der neuen Rechten unter die Lupe genommen. Schön, dass Carina Burg hier ist. Und der dritte ist Jürgen Zimmerer, Professor, lehrt Globalgeschichte mit dem Schwerpunkt Afrika an der Universität Hamburg und leitet dort den Projektverbund Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe, Hamburg und die frühe Globalisierung. Von 2005 bis 2017 amtierte er als Gründungspräsident des Weltverbandes der Genozidforschenden International Network of Genocide Scholars. Zu seinen wichtigsten Publikationen gehören Deutsche Herrschaft über Afrikaner, staatlicher Machtanspruch und Wirklichkeit im kolonialen Namibia, Von Windhoek nach Auschwitz, Beiträge zum Verhältnis von Kolonialismus und Holocaust und Kein Platz an der Sonne, Erinnerungsorte der deutschen Kolonialgeschichte. Herzlich willkommen, Jürgen Zimmer. Und am Anfang würde ich jetzt gerne einmal gleich eine schnelle Einordnung, eine aufwärmende Einordnung versuchen, und zwar mit der Bitte an alle drei Gesprächspartnerinnen heute hier, und zwar um 3 bis 4 wesentliche Attribute, die Ihnen zum Deutschen Reich von 1871 einfallen. Fangen wir an mit Carina Burg. Okay, also eine Runde freies Assoziieren, ja. Genau, also wenn ich über das Kaiserreich nachdenke und über die Reichsgründung nachdenke, dann fällt mir als erstes sowas ein wie Beginn von Nationalgefühlen, weil ja tatsächlich vorher die Leute sich vielleicht eher als Sachsen oder als Bayern oder als so verstanden haben, aber auf jeden Fall nicht als Deutsche sozusagen. Und deswegen entsteht dann eben mit der Reichsgründung auch die Konstruktion und die Identitätsstiftung von sowas, was man so als sich deutsch fühlen, diese ganze Deutschtümelei und Nationalismus sozusagen entsteht. Das Ganze entsteht in der Folge sozusagen von 3 Kriegen, die Einigungskriege genannt werden. Jetzt könnte man sich vorstellen, dass sich die Leute untereinander einig werden mussten und vielleicht die Sachsen gegen die Bayern oder Ähnliches sozusagen sich bekriegt hätten. Dem ist aber nicht so, sondern diese Kriege haben eigentlich dazu gedient, sozusagen in der Konstruktion gegenüber sozusagen einem Feind nach außen, also einmal Dänemark, einmal Österreich, einmal Frankreich, sozusagen die Nationen oder die Leute zusammenzuschweißen und den Nationalismus sozusagen überzustülpen. Es hat also so ein bisschen so funktioniert, wie man das von Carl Schmitt kennt, also die Bekämpfung des Feindes im Außen, sozusagen das dann so nach innen zusammenschmeißt, gleichzeitig aber auch die Bekämpfung von Oppositionellen und anderen, also als anders gelabelten, Bekämpfung der Oppositionellen eben über die Repressalien gegenüber der Sozialdemokratie, aber natürlich denke ich auch an Antisemitismus, also spätestens ab 1873, wo es den großen Gründerkrach gab, also den Börsencrash sozusagen, den man dann antisemitisch gedeutet und aufgeladen hat. Also funktioniert sozusagen diese Konstruktion von Nationalismus nicht nur gegenüber dem Außen, sondern eben auch nach innen. Wenn ich daran denke, denke ich natürlich an die Pickelhaube, ist klar. Also weil sozusagen der Militarismus im Kaiserreich eine ganz wesentliche Rolle innerhalb der Gesellschaft gespielt hat. Also militärischer Gehorsam, Obrigkeitshörigkeit ist sozusagen, zieht sich durch nicht nur durch das Militär, sondern eben auch durch die ganze Gesellschaft. Und wer eben in einem von diesen 3 Kriegen gedient hat, der ist einer. Der hat auch eher was zu sagen als ein anderer sozusagen. Und es gilt halt eben, obrigkeitshörig zu sein, und das hat alles mit Demokratie wenig zu tun.
Und ich denke natürlich an den Kolonialismus und an den Genozid an den Herero Nama. Da wird wahrscheinlich Jürgen Zimmerer gleich nochmal genauer drauf eingehen. Genau, und vielleicht noch, wenn wir darüber reden, dass sozusagen es ja schon irgendwie eine Art von Parlament gegeben hat, das ist natürlich kein Parlament für Frauen gewesen. Ne? Dass Frauen, also sozusagen in dieser Zeit, wo gesagt wurde, okay, wir wollen jetzt irgendwie so einen Feudalstaat irgendwie überwinden und jetzt sowas wie so eine parlamentarische Monarchie irgendwie ausprobieren, dann muss man sich das nicht so vorstellen, als ob da Frauen irgendwas drin zu sagen gehabt hätten oder darin gar Abgeordnete gewesen wären oder hätten wählen dürfen oder so. Das ist dann was, was viel später kommt. Aber das sind so Sachen, die mir einfallen als erstes. Danke, Carina Bug. 3 bis 4 wesentliche Attribute zum Deutschen Reich von 1871. Jürgen Bönig. Ja, als Soziologe bin ich da so ein bisschen abgestoßen von der sehr oberflächlichen, sozusagen, Hineinversetzen in die Akteure von 1871. Und ich würde sagen, dass das Kaiserreich 1871 ein neuer, moderner, kapitalistischer Staat ist, der sozusagen eine rassistisch-nationalistische Grundierung hat, also so ein Untergrund, ein Zusammenhaltsmoment, der in der Französischen Revolution als Gegenbewegung entstanden ist, diese Grundierung, und der die alte herrschende Klasse des Adels einbaut in diese Gesellschaft. Mindestens 3 Funktionen, die sehr wichtig sind. Das eine, dass sie seit der Bauernbefreiung, wie man das so nennen kann, euphemistisch, sozusagen die bürgerlichen Grundbesitzer und Agrarproduzenten sind, die mit einer relativ unfreien Lohnarbeit diese Produktion machen. Dann sind sie natürlich, stellen sie die erbliche Herrschaft des Königs, der hat sehr viel Einfluss auf die Regierung und die Beamten. Und sozusagen das einem Parlament gegenübersteht, das doch eher nicht so viel zu sagen hat. Und das dritte Element scheint mir sehr wichtig zu sein, um zu verstehen, was Militarismus ist. Das ist die Frage, dass das Offizierskorps des Berufsheeres, des stehenden Heeres von der adligen Schicht gestellt wird, die dann die Bauernsöhne sozusagen im Inneren und nach außen einsetzen können und dass dieser Einigungsprozess auf einen größeren kapitalistischen, modernen Staat durch Kriege stattfinden, bei dem das Abenteurertum dieser sozial verwahrlosten adligen Klasse sozusagen sich ausleben kann und auch in Zukunft ausleben wird. Das heißt, ich nehme wahr, dass das, was die Gesellschaft ausmacht, was den Staat ausmacht, am Anfang des 19. Jahrhunderts etwas völlig anderes ist, als was es am Ende oder 1871 ist, und dass die Vermutung, es handelt sich um Kontinuität, sehr irreführend ist, weil das Mäntelchen, das sich dieses Deutsche Reich umhängt, ist eben das mittelalterlich-feudale, gewerblich-zünftige, und es hat mit dem politischen Inhalt, mit dem Mechanismen, mit der Funktion des Staates überhaupt nichts zu tun. Das ist kein mittelalterlicher, feudaler Staat, sondern das ist ein moderner Staat, der aber auf eine besondere Weise konstruiert ist. Danke, Jürgen Bönig. Und jetzt Jürgen Zimmerer und seine Assoziation. Ja, guten Abend. Wenn ich 3 Begriffe, 3,5 nennen dürfte, dann würde ich nennen Fortschritt, Aufbruch, Globalisierung. Und dann eigentlich als Klammer Moderne. Und dann würde ich als Partnerbegriffe nennen Genozid, Rassenstaat und Kolonialismus. Und als Klammer wieder Moderne. Und ich denke, das Kaiserreich ist eben beides. Es hat diese positiv assoziierten Elemente und es hat immer diese Schattenseite, es hat immer diesen Partner. Die Globalisierung und der Kolonialismus hängen zusammen. Der Aufbruch und eigentlich der Raubbaukapitalismus, der im Kolonialismus zum Zuge kommt und der eigentlich dazu führt, dass man beispielsweise in Deutsch-Südwestafrika eine Utopie verwirklichen will,
eine rassistische Utopie zum ersten Mal in der deutschen Geschichte. Und diese duale Struktur ist auch, wie man das zu sehen im Kaiserreich, im Verhältnis von Tradition und Moderne. Es ist wieder ein Begriffspaar. Es ist auch alles, was die Bundesrepublik oder vieles, was die Bundesrepublik ausmacht, ist im Kaiserreich angelegt. Und alles, was das Dritte Reich in seiner verbrecherischen oder in seinem Verbrechen ausmacht, ist auch in diesem Kaiserreich angelegt. Und das ist einfach das Problem der Auseinandersetzung mit dem Kaiserreich. Und das sind diese Assoziationen und diese Begriffe, die ich hier einwerfen würde. Vielen Dank, Jürgen Zimmerer. Genau um diese Auseinandersetzung bzw. den Versuch, das einzuordnen, soll es heute Abend hier gehen. Alle diejenigen, die sich per Zoom eingeschaltet haben, die sind herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Für eure Beiträge und Fragen steht die Q&A bzw. die Chat-Funktion zur Verfügung. Aber anders als sonst bei den analogen Veranstaltungen, wie wir sie kennen, in den Sälen, wo wir uns dann hinterher alle gegenüber sitzen und quasi zum Publikum hin öffnen, machen wir es hier nicht so, dass wir am Schluss so einen großen monolithischen Frageblock haben, sondern ich würde versuchen, Fragen, die einlaufen, jeweils in den Gesprächsverlauf einzubinden, immer in der Hoffnung, dass ich auch alle mitkriege. Und sollte es aber so sein, dass die eine oder andere Frage nicht unterkommt, dann bitte ich um Verständnis, weil das vielleicht auch hier gleich noch einmal hoch hergeht, was den Austausch von Informationen und von Meinungen und Haltungen betrifft. Und das vielleicht auch noch mal ganz kurz. Wir befinden uns hier, wie viele und wie alle und die meisten von Ihnen wahrscheinlich auch im Laufe des letzten Jahres, in einer Experimentalsituation. Also sprich, wir kommunizieren so, dass wir uns eigentlich sehen, tollerweise in einem Raum. Gleichzeitig sehen wir uns aber auch als Kachel hier auf dem Bildschirm. Und das kann möglicherweise zu mit kleinen Koordinationsschwierigkeiten führen. Das eine Mikro ist vielleicht manchmal nicht an oder nicht aus. Also sprich, wir haben alle Verständnis füreinander. So, wir steigen jetzt richtig ein in dieses Gespräch. Und ich würde ganz gerne vielleicht einfach nochmal daran erinnern, letzte Woche am 13. Januar hat der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf Schloss Bellevue in einer Rede zum Thema bemerkt einen ungetrübten Blick zurück auf das Kaiserreich, vorbei an Völkermord, an zwei Weltkriegen und einer von ihren Feinden zerstörten Republik, gibt es nicht, es kann ihn nicht geben. Zitat Ende. Welche Vorläuferrollen das Deutsche Kaiserreich gespielt hat und spielt, darum soll es heute in dieser Veranstaltung gehen und was es das Deutsche Kaiserreich sonst alles noch zu sagen hat. Alle drei haben eben schon einzelne Aspekte benannt, wofür das Kaiserreich steht. Jürgen Zimmerer hat eben auch schon tatsächlich diese Schatten benannt, die das Kaiserreich wirft bis heute. Trotzdem würde mich aber einfach nochmal interessieren, um es einmal zu verorten. Als heute vor 150 Jahren Otto von Bismarck im Spiegelsaal von Versailles Wilhelm I. zum Kaiser des Deutschen Reiches ausgerufen hat. Vor dieser ersten deutschen Nationalgründung hat ein langer Weg gelegen. Jürgen Bönig hat es eben schon angerissen. Ich würde trotzdem gerne einmal fragen oder uns hier fragen, wie ist es denn jetzt trotz allem, was wir schon gehört haben, dazu gekommen, dass es genau diese Nationalstaatskonstruktion war? Also diese Nationalstaatskonstruktion einer autoritären Monarchie und welche Alternativen es dazu gegeben hat. Da würde ich gerne gleich mal kurz versuchen hinzukommen. Und zwar, Jürgen Bönig, von Ihnen weiß ich, dass Sie den Begriff Deutsches Reich ganz grundsätzlich in Anführungsstriche setzen. Warum? Ja, das Deutsche Reich bezieht sich sozusagen auf das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Und zwischen dem Heiligen Römischen Reich, das unter den napoleonischen Kriegen sozusagen kaputt geht, in der Niederlage Preußens, und dem, was die Reichsgründung 1871 ausmacht, liegt die Französische Revolution, liegt eine völlige Veränderung dessen, was Staat ist, und liegt die Erfindung der Nation. Also die Erfindung der Nation, deshalb, weil die Monarchen der früheren Zeit vor der Französischen Revolution überhaupt nicht interessiert hat, was ihre Untertanen für eine Sprache hatten, woher sie kamen, was sie machten, sozusagen. Es war irrelevant, eine Nationenerzählung zu machen. Und erst, also es gibt keine Nation, es sei denn, man erfindet sie. Und das passiert in der Gegenreaktion auf die Französische Revolution,
die ja ihre Massen sozusagen aus Interesse und vielleicht auf der Suche nach Beute mobilisieren kann in den Heeren. Und denen gegenüber können die Monarchien nicht ankommen, es sei denn, sie haben ein anderes Mobilisierungsmittel. Und in den preußischen Reformen steckt da drin, dass die Gesellschaft verändert wird, also dass sozusagen das, die Leibeigenschaft, der Feudalismus in dieser Beziehung ein wenig abgeschafft wird und das sich erst bis 1865 hinzieht, bis die Bauern befreit sind und bürgerliche Eigentümer ihres Grundbesitzes. Und dazu kommt, dass man ja irgendetwas braucht, was die Leute mobilisieren kann gegen ihre eigenen Interessen. Und das ist die Erfindung der Nation, also die Behauptung, jetzt wo wir alle zusammenhocken, haben wir irgendwas zusammen, Gemeinsames, was uns nicht als Struktur bindet, also der Staat als freiheitliche Organisation, sondern das, worauf wir uns befinden, sei was Gemeinsames, unsere Herkunft sei was Gemeinsames. Und das ist eine wirksame Konstruktion. Und man muss nicht verkennen, dass die Leute, das, die das in die Welt gesetzt, dafür mobilisiert haben, dafür gekämpft haben, natürlich nachdem das in der Welt war, das nicht wieder in die Flasche kriegen. Also es ist ein wirksames, materielles Mobilisierungsmittel, es ist eine Erfindung. Und die Erfindung verdeckt die Behauptung, es sei eine Kontinuität eines mittelalterlichen, über das Mittelalter hinausreichenden Deutschen Reiches. Okay, aber wie ist es dann zu diesem Moment gekommen, dass das Deutsche Reich 1871 als ein Nationalstaat gegründet wurde, der eine autoritäre Monarchie und klassisch und ganz, ganz stark militärisch geprägt war. War das etwas, was unvermeidlich war? Mich würde noch mal interessieren, ob genau diese Möglichkeit die einzige gewesen ist, diesen Nationalstaat in dieser Form umzusetzen. Jürgen Zimmerer, was sagen Sie? Nein. Es ist, also diesen Nationalstaat kriegt man wahrscheinlich auf diesem Weg. Wenn man die Frage weiter ausweitet, ist es die einzige Möglichkeit einer deutschen Einigung unter diesem Vorzeichen, mit diesen politischen Rahmenbedingungen, dann muss man sagen, nein, die Geschichte ist immer offen. Es gibt keinen Automatismus. Zu diesem historischen Moment am 18. Januar 1871, beziehungsweise eben die Verhandlungen, die zur Gründung des Reiches führten vorher, führt ein bestimmtes politisches Handeln von bestimmten politischen Entscheidungsträgern. Und es ist im Grunde Machtpolitik. Es ist von Anfang an Machtpolitik innerhalb im Zentrum Europas, der Dualismus zwischen Preußen und Österreich. Und Preußen entscheidet den sukzessive für sich in einem Krieg gegen Dänemark, in einem Krieg gegen Österreich und dann in einem Krieg gegen Frankreich. Und so kommt es zu einer Einigung unter preußischem Vorzeichen mit ganz bestimmten Konsequenzen. Konsequenzen eben auch, und das darf man in der Debatte nicht vergessen, einfach, dass ein Preußen im Grunde sich das Reich unterwirft, es ja immer zwei Drittel dieses Reiches eigentlich ausmacht und damit auch seine militärische Macht noch einmal steigert und in das Zentrum Europas einen militärischen Giganten setzt. Und das führt dazu, dass es auf Dauer das Europa und das europäische Mächtegleichgewicht destabilisiert. Jetzt kann man sagen, sie hatten genauso das Recht, das zu tun, wie andere das in Frage zu stellen. Das ist aber aus historischer Sicht richtig. Aber es erklärt nicht, wie es eigentlich dann zu den Katastrophen kommt, die erklärungsbedürftig sind. Und weniger erklärungsbedürftig ist ja der Beginn dieses Kaiserreiches als der Untergang dieses Kaiserreiches und den Konsequenzen, die das eigentlich für Europa hat. Und aus dieser Geschichte, aus dieser Genese bekommt dieses Kaiserreich auch bestimmte innenpolitische Attribute mit. Der Architekt Otto von Bismarck ist nun mal kein Demokrat. Er ist nun mal ein Monarch, er ist auch ein Aristokrat, antidemokratisch.
der im Grunde ein Machtpolitiker ist, als der er ja bis heute gefeiert wird unter diesem Deckbegriff der, der Realpolitik. Und so setzt er das eigentlich um und dann kommt es einfach zu dieser Reichsgründung, die ja auch nur noch möglich ist, weil im Grunde der, der Monarch des zweitgrößten Bundesstaates, der bayerische König Ludwig II., bestochen werden muss mit dem Wölfenschatz für seine Märchenschlösser, um überhaupt einzuwilligen. Das heißt, da ist im Nachhinein auch sehr viel Mythenbildung dabei, wie sehr das deutsche Volk, was auch immer das ist ja auch eine Definitionsfrage, danach sehnte, es ist Machtpolitik. Und dann wird eben auch ein System aufgegleist, das, weil Bismarck erkennt, dass er ein Narrativ braucht, dass er eine Idee braucht für seine Machtpolitik, nämlich die Nation auf Seiten des Kaiserreiches, dann einen allgemein gewählten Reichstag hat, also Männer dürfen wählen, währenddessen Preußen als immerhin zwei Drittel des Reiches ausmachend immer noch bei seinem Dreiklassenwahlrecht bleibt. Das heißt, da ist auch diese Spannung eigentlich eingebunden und diese ganze Entwicklung, die das Kaiserreich eigentlich nimmt, ist auch mit dieser Hypothek belastet, dass man im Grunde die alten Eliten hat, die herausgefordert durch diese modernen Entwicklungen aber gleichzeitig so etwas wie ein Vorbild sind und sich eben in den Bereichen der Außenpolitik und des Militärs weiter als Domäne erhalten. Und das führt unter anderem 1914 einfach zum Totalversagen der deutschen Regierung, wie übrigens auch der anderen europäischen Regierungen, und zur Katastrophe. Ich sehe hier auch schon Fragen, die in den Chat einlaufen. Die beziehen sich aber alle ein bisschen auf die Übersetzung dessen, worüber wir sprechen, auf die Gegenwart und die heutige Zeit. Deswegen, die Fragen sind gesehen, aber ich werde sie nachher aufgreifen. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal, weil Jürgen Zimmerer eben gerade verschiedene Katastrophen benannt hat. Und Carina Burg, Jürgen Zimmerer, Jürgen Bönig habe ich gesehen, aber Carina Burg wollte ich nochmal an der Stelle jetzt gerade hier an dieser Stelle ins Gespräch holen und fragen, wie denn, weil Sie den Kolonialismus benannt haben, vorhin als ein ganz wesentliches Merkmal, wie aus Ihrer Sicht das Verhältnis des Nationalstaates, des Kaiserreiches, wie musste der Nationalismus aussehen, der sich dort entwickelt hat in seiner Ausprägung, damit dieser Kolonialismus in der Form, wie er dann tatsächlich auch umgesetzt wurde, überhaupt möglich wurde? Ja, vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück und fragen uns, wer war denn eigentlich dieser Bismarck, der da auf den Plan getreten ist und warum ist er eigentlich auf den Plan getreten? Muss er darüber sprechen, dass es 1848 die sogenannte Deutsche Revolution oder eine Revolution gegeben hat, sozusagen, also schon ein Begehren davon, sowas wie eine Nation überhaupt zusammenzuschieben oder zu einer Nation zu werden. Das Ganze hat so ein paar Vorläufer gehabt. Das Wartburgfest zum Beispiel, das relativ wichtig ist für die Burschenschaften, auch heute noch. Das war schon 1817 und damals war so die Losung Ehre, Freiheit, Vaterland. Und in der Einladung hieß es damals, der Himmel segne unser gemeinsames Streben, ein Volk zu werden, das voller Tugenden der Väter und Brüder durch Liebe und Eintracht die Schwächen und Fehler beider beseitigt. Und dieser Wahlspruch Ehre, Freiheit, Vaterland ist zum Beispiel auch heute noch sozusagen prägend für beispielsweise die Burschenschaft Germania, die sich da sozusagen drauf bezieht. So, jetzt kommt irgendwie 1848 und man hat auch irgendwie ein Parlament, aber dieses Parlament ist so ein Zugeständnis. Ne? Wir reden ja nicht von der Demokratie, sondern wir haben irgendwie den preußischen König und nicht sozusagen ein Parlamentarismus, der irgendwie erkämpft worden wäre, sondern das ist irgendwie eine Art von Zugeständnis, irgendwie das, was man schon so machen muss. Und jetzt gibt es einen Haushalt und Kaiser Wilhelm will eben so ein stehendes Heer haben und jetzt werden 4 Jahre lang, wird das nicht von dem preußischen Parlament bewilligt. Und jetzt tritt Bismarck auf den Plan. Er wird rangeholt, um diese politische Krise zu lösen sozusagen. Also er ist derjenige, der
sozusagen über das Parlament, also Willem will das sozusagen über das Parlament übergehen und will trotzdem dieses stehende Heer haben und will diesen nicht bewilligten Haushalt irgendwie ignorieren. Und das bringt ihm Probleme. Und Bismarck ist eben derjenige, der sagt, der hält auch nicht viel von der Demokratie, wie Herr Zimmerer schon gesagt hat. Der wird jetzt eben zum Ministerpräsidenten berufen und soll das jetzt irgendwie klären, sozusagen. Und die spannende Frage ist, wenn wir Bismarck analysieren als den Architekten dieses Deutschen Kaiserreichs, kann man sich fragen, was wäre eigentlich passiert, wenn es Bismarck nicht gegeben hätte? Hätte es dann dieses Kaiserreich gegeben oder wie wäre es denn dann ausgegangen? Und es hat ja 1866 nach dem Krieg gegen Dänemark hat es ein Attentat auf Bismarck gegeben von Ferdinand Cohn-Bliend. Der war damals 22 Jahre alt, gehörte so zur radikaldemokratischen Bewegung in Österreich, seine Mutter auch. Und der hat versucht, mit drei Schüssen Bismarck eben zu töten. Der hat es überlebt. Aber das wäre zum Beispiel so eine Abbiegung gewesen, wo man sich fragen könnte, was wäre eigentlich passiert, wenn es Bismarck nicht gegeben hätte? Also wenn der tatsächlich da gestorben wäre, wie wäre dann die Geschichte ausgegangen? So eine andere Frage finde, wo man noch so eine Abbiegung sieht, ist beispielsweise, wenn nicht so viel Forschung betrieben worden wäre in Sachen Rüstung. Das ist auch eine Frage. Also weil beispielsweise dieses neue Gewehr, was da erfunden worden ist, dieses Hinterlader-Zündnagel-Gewehr, wenn das nicht erfunden worden wäre, dann wäre wahrscheinlich die Schlacht von Sedan ganz anders ausgegangen. Dann hätte man diesen Gründungsmythos gar nicht so gehabt. Man hätte diese Siegessäule, würde nicht in Berlin stehen. Wie wäre es denn dann ausgegangen, wenn dieser Krieg gegen Frankreich verloren gegangen wäre? Das ist sozusagen so ein Beispiel, wo so Kriegstechnik und Entwicklung von Rüstung letztlich so den Verlauf der Geschichte maßgeblich beeinflusst hat. Übrigens hat dann der Erfinder von dieser Zündnagelwaffe, die entscheidend war sozusagen für den Ausgang dieser Kriege, dann auch an Rheinmetall verkauft, sein Unternehmen, und da sozusagen wird es in guter Tradition weitergeführt. Und da finde ich, sind sozusagen so verschiedene Abwiegungen, die man so mal durchspielen könnte, was wäre gewesen, wenn das eigentlich nicht gewesen wäre, sozusagen. Wäre es dann eigentlich dazu gekommen? Wie wäre es denn eigentlich mit der Pariser Kommune weitergegangen? Ja, also nachdem sozusagen dann der Krieg gegen Frankreich gewonnen wurde, die Kaiserkrönung stattgefunden hatte in Versailles. Ja, das ist natürlich auch sozusagen ein Moment, wo man den Franzosen nochmal so eine Schmach irgendwie zusetzen wollte. Dann hat man letztlich sozusagen mit Unterstützung von Bismarck die Pariser Kommune niedergeschlagen. Und auch das ist so eine Frage, wie wäre es da eigentlich weitergegangen, wenn dem nicht so gewesen wäre. Also hätte, wäre, könnte, aber ich finde, das sind zumindest interessante Gedankenspiele, die man mal anstellen könnte. Danke, Carina Burg. Also auch wenn man jeden einzelnen Strang, den Sie eben genannt haben, weiterspinnen würde, dann würden wir mit Sicherheit nächsten Monat noch hier sitzen, um das erschöpfend zu beleuchten. Aber ich würde die Frage tatsächlich gerne einfach mal an die Mitdiskutanten geben. Was wäre denn gewesen, wenn es eine von diesen Abbiegungen geworden wäre, Jürgen Böhmig? Also ich finde, man sollte noch mal klar machen, wer Wilhelm I. war, also der da zum Kaiser gekrönt worden ist. Der steht ja da drüben als Statue, sozusagen, weil er sozusagen von seinem Nachfolger in dieses präsentiert worden ist. Und alle Zeitgenossen wussten, dass Wilhelm I. der Kartätschenprinz der 48er Revolution war. Das heißt, der Thronfolger, der im Hintergrund immer dafür geworben hat. Ich muss etwas lauter sprechen oder das Mikro vielleicht ein bisschen höher setzen. Ja, der dafür geworben hat, dass die Barrikaden, dass die Angriffe auf die Bevölkerung Berlins noch intensiviert wurden und der weggeschickt worden ist, damit er nicht rumrandaliert. Und das ist ungefähr, also wenn wir jetzt die Zeitentfernung zwischen 1871 und 1848 nehmen, das wäre so, als wenn Erich Mielke 1989 gesagt hätte, ich schieße die Bevölkerung zusammen und wäre dann 23 Jahre später Bundeskanzlerin oder Bundespräsidentin geworden. Das ist ungefähr das Maß sozusagen. Und alle Zeitgenossen wussten, was sie davon hatten, dass der jetzt zum Kaiser wird. Also die Frage, wer und welches Deutsche Reich da zustande kommt, ist zu den damaligen Zeitpunkten von der demokratischen
sozialdemokratischen, liberalen Opposition überhaupt nicht unklar gewesen. Die haben vehement kritisiert, dass es auf militaristische Weise zustande kommt, dass man keine innere Organisation der Bevölkerung für ihre Interessen zulässt und dass sozusagen das Erbe einer erblichen Herrschaft, König von Preußen, dass das bedeutet, dass man nie weiß, was am nächsten Tag los ist, weil die irgendwelche Einfälle haben, die sie produzieren. Und da war sozusagen Bismarck das Disziplinierungsinstrument, das aber dann, als er 1890 gehen musste, ja die Konstruktion dieser Waghalsigkeit nicht verändert hatte. Hatte ja nicht irgendwas eingezogen, sondern es war nur geschickt regiert worden. Und deshalb war auch sein Schimpfen hinterher, was das alles für falsche Politik passiert, war sozusagen Kritik an seiner fundamentalen Konstruktion dieser Gesellschaft, dieses Staates und dieser monarchischen Regierung. Und insofern war völlig klar, dass sozusagen Geschick dazu geführt hat, und aber sozusagen, wenn es von persönlichen Fähigkeiten abhängt, ob eine politische Konstruktion für die Gesellschaft funktioniert, dann ist das absolut verheerend. Wenn sie das nicht durch Konstruktion des Baus, durch Gegenkräfte auswiegt, dann ist sozusagen Geschicklichkeit auf einzelne Personen zu setzen, immer für eine Gesellschaft verheerend. Jürgen Zimmerer hat etwas dazu zu sagen. Ja, also was wäre, wenn? Fragen sind natürlich immer schwierig für Historikerinnen und Historiker zu beantworten. Aber man kann ja aus der Geschichte insofern etwas erkennen, nämlich was nicht gut funktioniert hat. Und diese Variante, die deutsche Einigung, eine deutsche Einigung, es hätte viele deutsche Einigungen geben können, mit maximaler Entfaltung militärischer Macht, auch nach der Einigung, hat nicht funktioniert. Das heißt, im Kern Europas ist es für das europäische Friedenssystem ungünstig, ein militaristisches Powerhouse zu haben. Und wenn man diesen Gedanken weiterspinnt und sagt, man hätte eine Einigung mit Österreich, oder unter österreichischer Führung gemacht oder zusammen und Preußen und Österreich hätten sich neutralisiert und es wäre nicht zu diesem militärischen Powerhouse gekommen, dann könnte man auch sagen, wäre vielleicht die gesamte Geschichte des 20. Jahrhunderts anders verlaufen. Und wir müssen uns davor hüten, zu sagen, dieser Weg dieser militärischen Machtentfaltung ist der einzig mögliche Weg, weil wir damit im Grunde diesem sozialdarwinistischen machtpolitischen Denken aufsitzen, das eigentlich das 19. Jahrhundert geprägt hat. Und als Beispiel, dass diese Gedankenspielereien nicht absurd sind, ist ja zu nennen, dass man nach 1945 genau diesen Schluss gezogen hat, zu sagen, wir müssen dieses Machtzentrum im Zentrum Europas einhegen. Wir hegen es ein in Europa. Die Montanunion, um jetzt diesen Sprung zu machen, ist ja nichts anderes als die Vergesellschaftung und die Internationalisierung der rüstungsrelevanten Bereiche. Und das ist ja die Geburtsidee der Europäischen Gemeinschaft und dann der Europäischen Union. Etwas, was wir jetzt ja als Erfolg sehen. Das heißt, die Lehre aus Bismarck, die Lehre aus dem Kaiserreich muss die Selbstbeschränkung Deutschlands sein. Und deshalb ist es ebenso interessant, wie gefährlich, dass wir jetzt eine Bismarck- und Preußen-Nostalgie eigentlich erleben, unter dem Vorzeichen, wieder Realpolitik zu machen, wieder normale Politik zu machen. Also auch die Normalität der Machtpolitik Bismarcks ist ja keine normale, ist ja nicht naturgesetzlich, sondern entspringt einer ganz bestimmten historischen Situation. Und deshalb Alternativen wären möglich gewesen, die wären auch nicht katastrophal gewesen. Auch das ist ja im Grunde eine nationalistische Erzählung, zu sagen, ohne eine Einheit in einem Staat,
den gab es, wäre die deutsche Geschichte nicht erfüllt, in Erfüllung gegangen oder erfüllt worden. Wie gesagt, der bayerische König musste bestochen werden, damit er das auch so sieht. Und da, diese Lehre muss man eigentlich daraus ziehen, um aus der Zukunft zu lernen, zu sagen, man, Europa muss eben auch auf die Selbstbeschränkung der Großen setzen, damit das System nicht wieder aus dem Gleichgewicht gerät. Es ist eine interessante Frage tatsächlich, ob viele kleine Staaten und der bayerische König hätte sich durchgesetzt und ob viele kleine Staaten eine Chance gewesen wären. Aber Jürgen Bönig wollte was zu dem. Ich möchte noch mal das vertiefen, was Sie gesagt haben, Herr Zimmerer, weil ja die Fragestellung ist, in welcher sozusagen gesellschaftlich-wirtschaftlichen Situation ist überhaupt die Idee entstanden, es bräuchte einen die kleinen Monarchien überschreitenden Staat. Für mich ist eine der wichtigsten Feststellungen, dass es sozusagen die kapitalistische Produktionsweise aus England war, die sozusagen mit dem Einfluss der Waren sozusagen die Wirtschaft der jeweiligen Länder kaputt gemacht hätte, wenn sie nicht eine Umkonstruktion gemacht hätten ihrer Wirtschaft und dementsprechend auch einen Staat geschaffen hätten, der sozusagen die Grenzen des Territoriums überschreitet, das bisher das bestimmt hat, also feudal als Grundbesitz. Und das bedeutet natürlich, was die Leute Nationalstaat gemeint haben, war sozusagen ein größerer Markt, ein größerer Wirtschaftsraum, ein nicht durch ständische Hemmnisse und Grenzen gehemmter Produktionsbereich. Aber das heißt überhaupt nicht, dass es diese Form des Nationalstaats annehmen musste, weil die Schweiz beweist das Gegenteil, dass es möglich ist, das zu tun. Und auf allen Gebieten wäre es möglich gewesen zu sagen, man einigt sich friedlich auf ein Staatsgebilde, das den Zweck hat, diesen Wirtschaftsraum zu schaffen und ihn möglicherweise gegen billige Waren zu schützen, die Zeit lang, bis man zum Aufbau der eigenen Industrie gekommen ist. Also diese Fragestellung, wenn der Erste da ist, hat der Zweite ein Problem, dagegen anzukommen, es sei denn, er greift politische Maßnahmen. Und diese Zollschutzmaßnahmen hat Bismarck ja auch dann sozusagen in den 1870er Jahren ergriffen und sozusagen die Getreidelieferung behindert, mit der Folge, dass die Preise stiegen und die Landwirtschaftsproduzenten verdient haben und das in die Industrie investiert haben. Also es war ein wirklicher ökonomischer, ein gesellschaftlicher Veränderungsvorgang, der eine größere staatliche Einheit, überhaupt einen Staat notwendig machte. Und auf die Weise, auf der das dann geschieht, ist nicht vorherbestimmt. Da gab es immer Leute, die gesagt haben, lass uns doch einigen, lass uns doch Verträge machen. Wenn Österreich dabei gewesen wäre, wäre die Frage, dass wir eine Nation sind und eine Sprache sprechen, schon wieder ganz anders gewesen. Das heißt, die Konstruktion dieses Nationalstaates ist ein politisches, historisches Resultat, zu dem es immer formulierte Alternativen gegeben hat. Jetzt würde ich aber ganz gerne tatsächlich nochmal dahin kommen, zu fragen, es gibt ja bis heute, wir haben diesen Tag heute der Deutschen Reichsgründung und es gibt sehr viele Lesarten. Und bis heute hält sich ja auch eine Lesart dieser Zeit, die sagt, dass Reichskanzler Bismarck damals durch seine europäische Bündnispolitik den Frieden gesichert habe in Europa. Und nachdem der alte Kanzler vom jungen Kaiser abgesetzt worden war, sei Deutschland erst zu aggressiven, expansiven Imperial- und Kolonialmacht geworden. Ist das etwas, was sich als Bild hält oder beziehungsweise gab es überhaupt eine Alternative bei einem militärisch so hochgerüsteten Staat und in Bezug auf die wirtschaftlichen Verstrickungen weltweit, dass Deutschland aus seinem eigenen Selbstverständnis heraus quasi diese Kolonialmacht werden musste, die es werden wollte? Wer möchte antworten?
Jürgen Zimmer. Naja, also wenn man sich die Chronologie zum einen ist zu sagen, das hat der Bönig vorhin angesprochen, wenn jemand ein System schafft, das nur funktioniert mit ihm selbst und nur im Idealfall, dann ist das ein System, das man, von dem man am besten die Finger lässt. Das heißt, wenn man mit 3, 4, 5, 8, 15 Billardkugeln jonglieren können muss, damit es nicht explodiert, dann kann man auf die Explosion rechnen. Wenn man die Chronologie anschaut, dann ist das Deutsche Kaiserreich nicht nach Bismarck Kolonialmacht geworden, sondern unter Bismarck geworden. Bismarck ist eigentlich der doppelte Reichsgründer. Der Gründer des Kaiserreiches und der Gründer des Kolonialreiches. Kollegen in Kamerun sagen mir, ohne Bismarck gäbe es kein Kamerun. Ohne Bismarck gäbe es kein Namibia. Das blenden wir vollkommen aus. Das heißt, dieser Schritt zum Kolonialmacht ist unter Bismarck erfolgt. Und es ist erfolgt, weil diese Dynamik, die diesen größeren Wirtschaftsraum wollte, die auch ein Kolonialreich wollte, die Herr Bönig angesprochen hat, zum Beispiel die Wirtschaft, eben darauf drängte. Und weil Bismarck, und das macht es besonders zynisch, selbst von Kolonialismus nichts hielt, aber als politischer Opportunist im Grunde auch gegen seine Überzeugung innenpolitische Bündnispartner suchte und auch einen Weg einschlug, weil die Öffentlichkeit das wollte, von dem er wusste, dass er eigentlich problematisch ist. Aber zu sagen, vorher war alles gut und der Lotse geht von Bord, das ist natürlich die Geschichte, die Bismarck selbst in die Welt gesetzt hat und der man jetzt nicht unbedingt aufsetzen sollte. Auch wenn man sagen muss, dass natürlich nach Bismarck und mit Kaiser Wilhelm II. Natürlich auch Führungspersonal kam, das natürlich jetzt auch alles dazu beigetragen hat, das noch schlimmer zu machen. Jürgen Bönig? Ich finde, das ist, wir sitzen ja jetzt hier im Kaisersaal im Hamburger Rathaus und mich wundert immer, dass die Hamburger so das Bewusstsein haben, erst durch die direkten Kolonien hätten sie irgendwas mit Kolonialismus zu tun. Die haben im 17., 18. Jahrhundert hier Zucker raffiniert, das von Sklaven auf den Inseln in französischen Kolonien gemacht worden ist. Davon haben die gelebt. Und das, was sie sozusagen am Anfang des 19. Jahrhunderts ausgezeichnet hat, dass sie massiv Waren aus England eingeführt haben. Das war Baumwolle, die von Sklaven sozusagen angebaut worden ist und dann in England verarbeitet worden ist und dann wieder nach Afrika unter anderem gebracht worden ist. Das heißt, die Hamburger haben eine intensive Kenntnis und Mitbeteiligung über die Sklavenschiffe, die die Bewohner Afrikas nach Amerika gebracht haben. Alle wussten das hier und jetzt sagen sie auf einmal, aber als es dann anfängt, das war doch nur eine kurze Zeit, also sie waren Teil eines kolonialen Systems, eines rassistischen Systems schon vorher. Der Unterschied war nur, auf welche Weise es zustande kommt, ob das jetzt durch freien Handel kommt. Und da spielt die Frage, was hat sich denn im Kaiserreich, im Kolonialismus entwickelt, eine große Rolle. Ein Aspekt des Verhaltens von Bismarck gibt es, er hat gesagt, Ich gehe doch nicht in den Krieg für eine Handelsniederlassung eines Hamburger Kaufmanns, der seine Eigeninteressen hat. Und das hat er ja nicht aus Antirassismus gesagt, sondern weil er die Idee hatte, ich muss meine Kraft nicht einsetzen an Punkten, wo das sich nicht lohnt. Und der Kolonialismus, der dann 1884 sozusagen den Übergriff auf die frühere nur lose angebundenen Kolonien mit direkter Herrschaft bedeutet hat, war einfach die Fortsetzung der Auseinandersetzung mit den anderen imperialistischen, kapitalistischen Mächten darüber, wer die Welt bestimmt. Also, dass Bismarck sozusagen friedlich auf die Welt geguckt hat, das ist Unsinn.
Und er hat diesen Kolonialismus nur abgelehnt, weil es seine Kräfte zersplittert hätte. Und in dem Moment, wo klar war, das ist ein Feld, das ich bestellen muss, haben alle imperialistischen Mächte, alle Kolonialmächte in der Wirtschaftskrise dieser Zeit gesucht, sich Gebiete zu sichern und viel direkter als vorher Verwaltung aufgebaut, Militär geschickt, sozusagen das wirklich in Besitz genommen als Rohstoffquellen, als Quellen von Arbeitskräften, als Möglichkeit der Auswanderung und als Markt, den sie sich gesichert haben gegenüber den anderen Konkurrenten. Und es gibt wirklich überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass Bismarck irgendwie eine friedliche Fantasie des Zusammenlebens in der Welt gehabt hätte, ihn veranlasst hätte, auf Kolonien zu verzichten. Das Gegenteil ist der Fall, hat nur gesagt, das lohnt sich nicht und das macht meine Truppen kleiner und zersplittert. Jürgen Böhn, ich danke. Carina Burg hat geschmunzelt eben bei der Formulierung, dass es überhaupt keinen Zweifel daran geben kann, dass es eben keine friedliche Politik von Bismarck ausgegangen ist. Ich würde jetzt gerne mal einen kleinen einen Beitrag hier aus dem Chat mit Carina Burg als nächstes verbinden. Und zwar ist es eine Frage an Carina Burg, und zwar: Welches Identifikationsangebot liefern Wilhelm I. und der II. Und Bismarck heute für die neue Rechte? Das fragt Martin eigentlich auch in die Runde, aber ganz besonders an Carina Burg. Ja, also für die neue Rechte. Erstens sozusagen habe ich vorhin schon mal darauf hingewiesen, dass es sozusagen für die extrem rechten Burschenschaften natürlich ganz wichtiger Identifikationspunkt ist, dass sie sozusagen diejenigen sind, die quasi die progressiven Kräfte sind, die die Kleinstaaterei, das Feudalsystem überwinden wollen und halt in den Festen auf der Wartburg und auch beim Hambacher Fest sozusagen diese Nationenwerdung irgendwie vorantreiben wollen. Und in diesem, gibt es da einen Einspruch? Machen Sie ruhig. Achso, okay, kein Einspruch. Gut, also das ist sozusagen so ein wichtiger Punkt für die Burschenschaften. Dann gibt es natürlich diese Diskussion über den Revanchismus. Also wie müssen eigentlich die Grenzen sein? Sind wir eigentlich ein souveräner Staat? Nach 1945 ist Deutschland ein souveräner Staat geworden, ja oder nein? Und in welchen Grenzen gilt das denn jetzt eigentlich? Das ist eine Diskussion, die in der extremen Rechten geführt wird. Die wird vor allen Dingen auch bei den Reichsbürgern geführt. Da wird sich darum gestritten, ob man jetzt eigentlich sozusagen die Grenzen von 1871 wieder einfordern müsste oder vielleicht doch die Grenzen vor den Versailler Verträgen oder vielleicht doch die Grenzen von 1933. In aller Regel beziehen sie sich aber auf die Grenzen von 1871, also ziemlich weit ausladend Richtung Osten, dieses sozusagen Bezug nehmend auf dieses Kaiserreich. Und dann gibt es natürlich auch die aristokratischen Strömungen innerhalb der neuen Rechten, die schon auch das Gefühl haben, dass man denen was weggenommen hat und die den Eindruck haben, sie sind etwas beraubt worden, sie sind ihrer Privilegien beraubt worden und die dafür auch gerne entschädigt werden wollen und die, anders als in Österreich, wo ja Adelstitel beispielsweise verboten sind, diese Adelstitel gerne weiterführen, um anzuzeigen, dass falls es nochmal wieder einen Schritt zurück in die Monarchie gibt, dass dann jeder auch wieder an seinen Platz zurückkehren kann. Darüber hinaus ist natürlich die Reichsfahne interessant für die Rechte, die wir jetzt sozusagen auf der Straße sehen. Diese Reichsfahnen in Schwarz, Weiß und Rot, das sind die Farben eben dieses Reichs, aber die werden heute nicht mehr nur so verwendet, dass man sich sozusagen eine Monarchie wieder zurückwünscht oder sich das Kaiserreich zurückwünscht, sondern die werden ganz häufig verwendet, weil die Hakenkreuzfahnen halt eben verboten sind und als Synonym verwendet, aber sind auf jeden Fall auch ein Bezugspunkt. Ich weiß aber, dass es jetzt hier von rechts von Herrn Böhnig schon einen Einwand gibt. Deswegen würde ich jetzt einmal an ihn abgeben und vielleicht gleich nochmal einlenken. Okay, das geht auf jeden Fall. Jürgen Böhnig, war das ein Einwand oder? War sozusagen eine Weiterführung. Es gibt ja den schönen Satz, die Zukunft ist gewiss, nur die Vergangenheit können wir umschreiben. Und das gilt auch für diese Behauptung, dass die Bewegungen nach dem antinapoleonischen Kriegen
sozusagen schon von vornherein nationalistisch, rassistisch gewesen sind. Also die Burschenschaftler und die Turner, die wollten Soldaten sein und dafür üben. Und sie waren, Engels war auch sehr geübt da drin, das waren als Leute, die Waffen üben wollten, weil es vorher das Monopol, Waffenmonopol des Adels gegeben hatte. Und dagegen wollten die angehen. Und erst die nachträgliche Erzählung macht dann aus den Zusammenkünften der Burschenschaftler, aus den Turnern, aus den Festen, also aus dem Hambacher Fest, macht eine nationalistische Erzählung. Extrem ist das für uns in Hamburg zum Beispiel. Am 13. November 1859 war wahrscheinlich Hamburg in Gesellschaft der Freiheit, ohne dass das gleichzeitig deren Beerdigung war. Das bedeutet, dass hier 10.000 Leute gegangen sind zum Geburtstag von Schiller. Und das sind sie nicht gegangen, weil sie Nationalisten waren, sondern weil sie in Schiller gesagt haben, da ist Demokratie, da ist Republik, da ist ein Staat, den wir haben wollen. Und haben das ausgedrückt und haben das auch in Hamburg gemacht, weil der Hamburger Senat nach der Krise von 1857 ein völlig unfähiges Staatswesen war und haben demonstriert, das muss anders werden. Wir wollen da mitmachen. Wir wollen da sozusagen reden können drüber und mitwirken können. Und 1860 ist dann praktisch die erste gewählte Bürgerschaft und Senat entstanden. Das heißt, es waren wirkliche demokratische, republikanische, sozusagen bewaffnete Bewegungen, die gesagt haben, wir wollen uns da einmischen. Und diese Ansatzpunkte eines anderen Möglichkeit, einen Staat zu bilden, sind sozusagen mit dem Schutt des Nationalismus überschüttet worden, wo dann am Ende 1898 beim Turnfest nur noch das deutsche Turnen da war und der Nationalismus des Turnvater Jahn und nicht alle die anderen, die gesagt haben, ich möchte der Soldat des Volkes sein und das Hamburger Bürgermilitär sollte ein republikanisches Militär sein. Also die Zuschütten der Geschichte mit dem Nationalismus von 1871 ist sehr erfolgreich gewesen, ist auch in der Erzählung nicht präsent, die Gegenmittel. Und deshalb wäre es wichtig, immer bei den einzelnen Bewegungen und Aufständen 1848 hinzugucken, wo dann die schwarz-rot-goldene Fahne von Julius Campe und des Einigkeit und Recht und Freiheit getragen worden ist, zu all diesen Anlässen, als Gegenfahne zur Reichskriegsflagge. Wir kommen nachher auf jeden Fall, aber auch nochmal genau zu der Gegenwartsbeschreibung, die Carina Bug vorhin schon angefangen hat. Aber Jürgen Zimmerer hat sich eben gemeldet. Ich wollte was zur Sage der Identifikationsangebot und warum ist das Kaiserreich in der Diskussion und Wilhelm I. und der Wilhelm II. Aber wenn man das danach im Block machen, kann ich das auch zurückstellen. Machen Sie ruhig. Also die Frage würde ich gerne so beantworten und erweitern. Es geht um Wilhelm I. und Wilhelm II. Und die neue Rechte. Man kann natürlich auch sagen, es geht nicht nur Wilhelm I. und Wilhelm II., es geht um das Kaiserreich an sich und es geht nicht nur um die neue Rechte. Das heißt, die neue Rechte, da haben wir ja schon was gehört, wenn man es erweiterfasst, haben wir Debatten zum Beispiel über das Bismarck-Denkmal in Hamburg und andersorts. Und das ist ja nicht nur die neue Rechte oder Rechtsextreme, die sich da einklicken. Das geht ja relativ weit in die Gesellschaft hinein. Wenn man einen Marker sagen würde, dann könnte man einfach sagen, die sind gerne etwas älter, sind etwas weißer und sind etwas männlicher. Und dann hat man im Grunde schon ein Gros der Leute, die sich hier einmischen. Und das ist sehr spannend, weil ich glaube, die verteidigen Bismarck A, aus liebgewonnenen oder Gefühlen. Die Welt, wir leben in einer Umbruchsphase. Die Welt ist wirklich, ändert sich fundamental auf Dauer im Übergang von der kolonialen zur postkolonialen Globalisierung. Das macht Angst. Und man möchte Sicherheit und Straßennamen, Denkmäler, die man kennt,
bieten Sicherheit. Das zweite ist die Frage eigentlich, dass die Kritik an diesen Denkmälern kommt dann gerne von jüngeren Leuten, weniger weißen Leuten, weniger männlichen Leuten. Und das ist eine zusätzliche Herausforderung, so dass man auch einen Abwehrreflex hat oder eine Diskussion darüber, wer darf eigentlich mitreden, wenn wir deutsche Identität verhandeln. Denn das verhandeln wir in diesen Denkmälern. Wir verhandeln deutsche Identität. Wer darf mitreden? Und da ist einfach eine Herausforderung, dass sich Deutschland demografisch geändert hat und Leute, Menschen ihre Stimme einfordern, völlig zu Recht, und andere Menschen diese Deutungshoheit nicht abgeben wollen. Das ist, wenn man Bismarck, Wilhelm I, Wilhelm II nimmt. Dann hat man aber eine breitere Diskussion, wenn man das Kaiserreich an sich nimmt, dann feiert man ja weniger Bismarck und man feiert weniger jetzt die Kaiser, sondern man baut in Berlin das Stadtschloss wieder auf, kreiert ein preußisches Disneyland, man baut in Potsdam die Garnisonskirche wieder auf, man löscht im Aufbau die Wunden der Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts aus. Denn auch die deutsche Teilung, auch der Palast der Republik in Berlin ist Teil dieser Gewaltgeschichte, weil die Teilung ohne den Zweiten Weltkrieg einfach nicht gekommen wäre. Und das wird ausradiert und das Kaiserreich, ein bestimmtes Bild des Kaiserreichs wird transportiert, nämlich die Wissenschaft, die Kultur, diese Innovationen, die es alle gab. Es wird meistens nicht nach dem Preis gefragt, die diese Innovationen damals schon hatten. Ich nenne jetzt nur Robert Koch und seine Menschenversuche in Ostafrika. Aber es wird dieses Bild, ein sehr altes Bild der Deutschlands als das Land der Dichter und Denker und der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, eigentlich transportiert und benutzt, um die alte Erzählung von Deutschland als Land der Richter und Henker zu überschreiben. Das heißt, die Berliner Republik sucht eine neue Meistererzählung und das Kaiserreich, das Zurück ans Kaiserreich, scheint das zu bieten. Und dafür werden dann bestimmte Elemente des Kaiserreiches eben auch ausgeblendet. Das ist nicht nur die neue Rechte, das ist nicht nur die Rechtsextremen, sondern das geht sehr weit eigentlich in die Mitte der Gesellschaft und in die Mitte des politischen und gesellschaftlichen Establishments hinein. Da war es passiert. Ich habe das Mikro nicht angemacht. Ich habe mir heute Morgen mal die Mühe gemacht und habe Berichterstattung zum heutigen Tag gelesen. Und dabei ist mir auch noch mal ein bisschen genauer ins Auge gefallen, was eher konservativ bis rechte Publikationen geschrieben haben über den heutigen Tag. Und dabei ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel die Wochenzeitung Junge Welt, Junge Freiheit beklagt hat, es gebe als Würdigung dieses bedeutenden Tages keine Bundestagsrede, keinen Kranz und noch nicht mal eine Briefmarke. Jürgen Bönig meldet sich direkt darauf. Ja, bitte. Ich finde sozusagen, wir sind ja in Hamburg hier und das Bismarck-Denkmal, eines der größten, das in der Welt steht hier. Und man muss sagen, dieses Denkmal ist natürlich ein Zeugnis des Opportunismus an die Faktizität und an die Macht. Das bedeutet, als es erfolgreich war, als der Freihafen eingerichtet hat und die Hamburger Kaufleute keine Sorge mehr hatten, dass sie keinen Handel machen konnten, fanden sie das Ergebnis schick und haben vergessen und vergessen machen, dass das, was sie hier als Republik hatten, nicht das Deutsche Reich geworden ist. Dass es sozusagen auch keine sozusagen Freiheit in der Publizität gegeben hat und haben die Kriterien, die sie vorher so hochgehalten, einfach vergessen und vergessen machen. Und das drückt dieses Denkmal ja auch aus. Es drückt auch aus, dass es als Roland sozusagen gegen Westen wacht, also wieder diese Figur einer
eine Reichsidee, wo jemand aufpasst auf das ganze Volk, was sozusagen eine Anleihe ist, die zu dem Staat, der das gewesen ist, zu dem Staatswesen nicht passt. Und es drückt aus, dass sie sozusagen von Erfolg sich haben drücken lassen und das weggemacht haben, was Konflikt war. Und das ist, glaube ich, auch eine Spur, die zu dem führt, was Jürgen Zimmerer gesagt hat. Also man kann dann ja, wie Theo Sommer, der sagt dann, es war doch alles prima. Und der hat auch noch die Sozialversicherung sozusagen zustande gebracht. Und deshalb hat er doch eigentlich keine Schuld, was danach passiert ist. Das heißt, ich habe bis heute noch nicht den Bruchpunkt gefunden zwischen dem Deutschen Reich 1890 und dem Ersten Weltkrieg, der begründen würde, warum nicht die Struktur dieses Staates zu diesem Ergebnis geführt hat. Das müsste man ja vorführen, müsste ja sagen, da ist was passiert, was alles, was toll war und gut war an diesem Staat, doch zu dieser angestrebten Katastrophe gebracht hat. Und solange mir das niemand sagen kann, was denn da so sich verändert hat, dass der Erste Weltkrieg nicht Resultat des Bestrebens des Deutschen Reiches im Einklang mit anderen imperialistischen Mächten war, gehe ich davon aus, dass die Struktur dieses Staates und dieser Gesellschaft solche waghalsigen, kriegerischen, zerstörerischen Elemente angelegt sind, deren Resultat dann danach war, dass man in einem Zweiten Weltkrieg doch nochmal gewinnen wollte. Also die Frage ist und bleibt, was hat das Deutsche Reich in seiner Struktur, in seiner Konstruktion, in seiner Gewichtung in der Mitte Europas mit den Katastrophen des 20. Jahrhunderts zu tun? Und die Frage muss jeder beantworten, jede, die sozusagen dieses Tages gedenkt. Man kann nicht über zwei Weltkriege zurück auf das Deutsche Reich sehen, ohne diese beiden Katastrophen zu erklären. Carina Bug, wie sehen Sie das? Ja, das ist natürlich ganz, ganz gut gesagt von Herrn Bönig. Aber das stimmt natürlich. Also wir sehen und erleben hier eine Art von ganz bewusster Geschichtsvergessenheit mit einer Art von Klitterung sozusagen, die natürlich sich in diesen Diskussionen um diese Denkmäler, wie Herr Zimmer gesagt hat, auch ausdrückt. Ne? Also wir sehen hier ein großes monumentales Bismarck-Denkmal, das in einer Zeit, in der es weltweite Proteste von Black Lives Matter gibt, in der es sozusagen ein Aufbegehren einer Stimme, einer Diskussion darum gibt, über diese Kolonialgeschichte zu sprechen, zu diskutieren, sich auch sozusagen den Kontinuitäten da drin bewusst zu werden, den Rassismus, den es da sozusagen schon gegeben hat, die Kontinuitäten von eben diesem Rassismus auch in den heutigen Gesellschaften zu reflektieren, anzugreifen sozusagen. In genau dieser Zeit wird in Hamburg, wo wir uns jetzt hier befinden, ein Bismarck-Denkmal, das über die ganze Stadt wacht, für sehr viele Millionen Euro restauriert. Das ist natürlich was in einem totalen Widerspruch miteinander steht oder wo wir eigentlich dahin kommen müssen, genau über solche Monumente nicht nur ins Streiten zu kommen, sondern eigentlich frage ich mich, warum hat man das nicht gesprengt? Warum hat man das nicht einfach gesprengt, diesen Bismarck? Warum hat man jetzt gesagt, wir nehmen jetzt irgendwie ein paar Millionen Euro in die Hand und restaurieren den jetzt auch noch? Das ist sozusagen das, was einen wütend macht, was einen sauer macht. Und natürlich kann man sagen, ja, da sollte man jetzt vielleicht mal so ein kleines Täfelchen daneben stellen, aber damit ist ja auch nichts erledigt. Ich weiß nicht, wie Herr Zimmerer und Herr Bönig diese Diskussion sehen, aber das ist so nicht nachvollziehbar, wie man im Jahr 2020 so einen Hohenzollern-Preußen-Park da in Berlin wieder eröffnen kann, wo auf einmal sozusagen so eine, was ist das? Ist das so ein Gelüst nach der vermeintlich guten alten Zeit? Gibt es irgendwie dieses Begehren von,
von Leuten, die sagen, ja, okay, auf den Nationalsozialismus, das haben wir irgendwie schon verstanden, da können wir uns nicht positiv drauf beziehen. Auf was können wir uns denn positiv beziehen? Nehmen wir jetzt halt mal das Kaiserreich. Also völlig, völlig irrsinnige Debatten, die wir hier im Jahr 2020 finden, wie ich finde. Da hoffe ich eigentlich, dass wir da zu einer anderen Strategie kommen als Täfelchen und Restaurierung und Neuaufbauten. Das fände ich auch schön, innerhalb der nächsten 20 Minuten da noch zu einem Punkt zu kommen. Carina Burkert, Jürgen Zimmerer und Jürgen Bühnig direkt angesprochen, genau auch in der Reihenfolge. Ja, also ich glaube, das Stadtschloss in Berlin ist wirklich der Versuch der aktiven Überschreibung der Gewaltgeschichte. Das ist nicht nur ein nostalgisches Gefühl, sondern es ist der Versuch der Überschreibung und zurück zu einer Normalität, wie auch immer die definiert wird, und die sich aber eben speist aus dieser Vorstellung, auch Bismarck, das wäre das Normale, diese Machtpolitik. Ich möchte nur zur Ergänzung auch zu Herrn Bühnig etwas sagen. Wir dürfen nicht in diese Falle tappen, zu sagen, da ist ein Bruch 1890 und dann geht schief und nur die Katastrophe des Ersten Weltkrieges, sondern ich möchte darauf hinweisen, dass auch ohne den Ersten Weltkrieg hätte Deutschland und Bismarck die Aufteilung Afrikas mit zu verantworten. Auch Bismarck hat im Grunde auch diese Geschichte von dieser langen Friedensphase, die dieses Kaiserreich angeblich bringt, ist ein zutiefst eurozentrischer Blick, ein methodischer Eurozentrismus. Wir schauen immer nur auf Europa und erklären das Kaiserreich vom Kaiserreich aus. Dieses Kaiserreich ist spätestens ab der Kolonialreichsgründung eigentlich ständig in Strafexpeditionen, das ist nichts anderes als Kriegshandlungen, eigentlich beteiligt, stößt sie an, hat sie angestoßen. Bismarck kommandiert selbst, befiehlt Strafexpeditionen in der Südsee. Das heißt, auch unter der Regentschaft, der Kanzlerschaft Bismarcks gibt es bereits diese koloniale Gewalt. Und auch ohne den Ersten Weltkrieg hätte dieses Kaiserreich den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts zu verantworten. Etwas, was Bundespräsident Steinmeier in seiner Rede bedauerlicherweise nicht nur nicht angesprochen hat, sondern er hat auch nur von einem Völkermord gesprochen, über den Holocaust, der, um zu sagen, deshalb können wir uns nicht aufs Kaiserreich beziehen. Aber das Kaiserreich hat selbst einen Völkermord hervorgebracht, für den sich übrigens der Hamburger Kultursenator an dieser Stelle bei Herrero Nama entschuldigt hat. Das dann aber im Grunde jetzt bei diesen Feierlichkeiten, bei diesen Gedenkfeierlichkeiten keine Rolle mehr spielt. Dieses Kaiserreich hätte auch ohne den Ersten Weltkrieg den ersten Rassenstaat der deutschen Geschichte zu verantworten. Es sind die ersten staatlichen Verordnungen zur Unterbindung von Beziehungen zwischen schwarzen und weißen Menschen, Rassenschande unter Strafe gestellt. Man hatte den Begriff noch nicht. Man sprach von Versündigung am Rassebewusstsein. Aber die Idee war da. Auch das ist lange vor dem Ersten Weltkrieg. Das heißt, man muss nicht zurückgehen auf die Frage nur, wer verursacht den Ersten Weltkrieg, um zu sagen, dieses destruktive Potenzial, das moderne Potenzial des Kaiserreiches, führt zu diesen Entwicklungen. Dankeschön, Jürgen Bühnig. Herr Jürgen Bühnig ist dran. Ich kann Ihnen da nur vollständig recht geben und auch darauf hinweisen, dass die Konstruktion des preußischen Heeres, die adeligen Offiziere, sozusagen ein Element waren, warum dieser Völkermord passiert ist, dass die Leute da hingefahren sind und sozusagen alle wussten, das sind Hasardeure, die sozusagen ihre eigene Karriere fördern wollen und sozusagen Macht und Stärke demonstrieren wollen und in einem systematischen staatlichen Zusammenhang diesen Völkermord in Gang gesetzt haben. Und insofern ist die Konstruktion des stehenden Heeres mit adligen Offizierskorps befördert solche sozusagen die Kriege
Sie sind das Mittel dieser Staatsgründung und sie befördern auch eine sozusagen rassistische Teilungs- und Mordpolitik. Also, dass das jetzt, also das kann man an den Leuten sehen, die nacheinander vollzogen haben. Und insofern ist im Kern dessen, worauf Leute stolz sein könnten, dass das in Kriegen zustande gekommen ist, auch schon dieser Völkermordpolitik für mich angelegt, in einer strukturellen Seite. Nicht, dass das immer mal passieren kann, sondern dadurch, dass dieses stehende Heer so eine selbstbezogene, sozusagen auf Karriere ausgerichtete, in Bewährung in solchen Kriegen befindliche Armee ist, die es mit einer Reservearmee, mit einem Bürgermilitär nicht gewesen wäre. Da gibt es strukturelle Gründe, die dazu veranlasst haben. Und wie wir alle wissen, dazu gehört noch sozusagen Politik, die das ermöglicht, macht Bestreben, die das in Gang setzt und zu geringer Widerstand von Seiten zum Beispiel der Sozialdemokratie, das zu verhindern. Jürgen Zimmer hatte sich gemeldet, aber ich würde gleich auch nochmal gerne auf Carina Bog zurückkommen und nochmal wissen, ob Ihre Frage überhaupt beantwortet wurde, die Sie an die beiden Mitgesprächspartner vorhin gestellt haben. Ich habe noch eine neue Frage. Wenn Herr Zimmerer gleich dran ist, dann kann er sie gleich mitbeantworten. Als sozusagen in den 1848 die Diskussion darum gab, wie macht man das jetzt eigentlich? Wie soll dieses Deutsche Kaiserreich eigentlich aussehen? Und da gab es sozusagen die Überlegung, es gibt irgendwie ein Kleindeutschland und ein Großdeutschland und Großdeutschland wäre dann sozusagen inklusive Österreich-Ungarn gewesen. Das hat man aus taktischen, strategischen Überlegungen so nicht gemacht. Und gleichzeitig gab es ja schon auch eine Art von Begeisterung dafür. Also eine Begeisterung dafür, so ein Großdeutschland aufzubauen, auch innerhalb der Bevölkerung. Ohnehin sozusagen dieses aufkommende Nationalgefühl, dann irgendwo auch eine Art von Kriegsbegeisterung etc. Aber dieser Blick auf Österreich, den es da schon gegeben hat, der es dann ja am Ende nicht geworden ist. Am Ende ist man ja sozusagen bei Kleindeutschland ohne Österreich irgendwie rausgekommen. Was ich mich immer gefragt habe, ist das sozusagen was sich durch die Zeit sozusagen drüber gerettet hat und was letztlich dann mit sozusagen durch das NS-Regime eingelöst wird? Ist das sozusagen ein Begehren, dass es in der Diskussion irgendwie gibt, dass viele irgendwie teilen, dass man auf so ein Großdeutschland eigentlich aus müsste und Österreich irgendwie mit anschließen müsste oder sich zusammenschließen müsste, was die ganze Zeit vom Kaiserreich nicht bedient wird und dann letztlich sozusagen durch NS eingelöst wird? Zimmerer? Ja, um auf die Frage kurz und zuerst einzugehen. Also dieser Gegensatz zwischen Großdeutsch und Kleindeutsch, dieser Dualismus zwischen Preußen und Österreich ist einfach eine Konstante der deutschen Geschichte des 18. und des 19. Jahrhunderts. Und beide Staaten haben eben auch einen nicht unerheblichen nicht-deutschen Bevölkerungsanteil, aber der ist in Österreich halt sehr viel größer. Aus machtpolitischen Gründen möchte man Österreich eben nicht dabei haben, weil man mit diesen nicht-deutschen Teilen im Grunde einfach Österreich zu stark ist. Was dann passiert im 20. Jahrhundert ist, dass nach dem Zusammenbruch Österreichs-Ungarns die nicht-deutschen Teile ja weitgehend im Grunde die Unabhängigkeit von Österreich erhalten und damit Rumpf-Österreich, Deutsch-Österreich eigentlich übrig bleibt und dann in dieses Deutsche Reich aufgenommen werden kann, ohne auch eine Herausforderung für Preußen einfach noch zu darzustellen. Und es liegt in der Natur und in der Logik des Nationalismus, dass er natürlich, wenn er dann alle Deutschen im Grunde einbeziehen will, das ist ja auch nicht spezifisch für Deutschland, es gibt den Panslawismus ja genauso als Bewegung. Alle Slawen müssten im Grunde unter russischer Führung vereinbart werden. Es gibt es in England, es gibt es in Frankreich, es gibt es also aller Orten und aus dieser Logik speist sich das. Ich wollte nur noch eine Sache sagen zu dem
Darstellung des Genozids an den Herero und Nama und dieses Genozids, den man nicht nur und nicht vor allem auf das stehende Heer und militärische Traditionen zurückführen kann, dann lässt man nämlich die Strukturelle außer Acht. Was in Deutsch-Südwestafrika passiert, und das gehört zu den modernsten Elementen des Kaiserreichs, ist der Versuch, ein überwiegend ökonomisch wertloses Stück Land, große Region, die niemand als Kolonie wollte, im Grunde ökonomisch nutzbar zu machen und so zu beweisen, dass man zu den besten Kolonisatoren eigentlich gehört, wenn man sogar schafft, aus Deutsch-Südwestafrika Profit zu schlagen, und dass eine überwiegend jüngere Riege von Beamten und Offizieren daran geht, etwas zu machen, einen Großraum, um den Begriff von Karl Schmidt zu verwenden, auf der Grundlage ökonomischer und rassistischer Vorstellungen umzugestalten. Es ist die Umgestaltung von Raum auf der Grundlage von Rasse, um es plakativ zu sagen. Und das ist genau ein Konzept, das zwischen 1941 und 44, 45 dann eben auch in der besetzten Sowjetunion angewandt wird, wo man wiederum Großraum auf der Grundlage von Rasse, nämlich der deutschen Herrenrasse, besiedeln will. Das heißt, es geht weit über dieses stehende Heer und die aristokratischen Traditionen, die ja aus der Vergangenheit kommen, hinaus, sondern genau das ist ein Beispiel für die Moderne des Kaiserreichs. Und diese Moderne wirft seine Schatten voraus, genauso wie der Genozid an sich ja etwas mit Nationalismus und nationaler Homogenisierung zu tun hat. Und das Kaiserreich ist eben auch ein Staat, der Entscheidungen trifft, wer deutsch ist und wer nicht, und wie das im Grunde festgestellt wird, nämlich nach dem Abstammungsprinzip und nicht nach dem Territorialprinzip. Das wäre ja die Alternative gewesen. Und auch das ist eine moderne Entwicklung und eine Entwicklung, die uns bis heute im Grunde plagt. Und übrigens, nur um zu sagen, gibt es kaum, ich habe sehr bedauert, migrantische Stimmen zum Kaiserreich. Ich kenne nur einen einzigen Aufsatz, der heute erschienen ist, im MIG-Magazin von Clara Ervedosa, die sagt, was ist eigentlich eine migrantische Perspektive? Und warum erwähnt Steinmeier eben nicht auch das Staatsbürgerschaftsrecht als Hypothek, die das Kaiserreich uns bis heute auf den Weg gegeben hat und das immer nur sagt, wer ist deutsch, aber wirklich? Warum eigentlich nicht, Carina Bug? Warum erwähnt Steinmeier zum Beispiel das nicht? Wahrscheinlich, weil die meisten Gesprächsrunden zu diesem Thema ähnlich aufgestellt sind wie diese. Also es gibt zwei ältere Jürgens und einen älteren Norbert und dann noch zwei jüngere Frauen, aber alle sind irgendwie weiß. Und deswegen sind diese Stimmen nach wie vor wenig gehört und werden wenig dazu eingeladen, aber es gibt sie ja durchaus. Also es gibt verschiedene Organisationen, es gibt die Initiative Schwarzer Deutscher zum Beispiel. Es gibt Leute, die sich hier für die dafür einsetzen, dass die Kolonialgeschichte aufgearbeitet wird. Es gibt migrantische Verbände, die ja durchaus auch zu diesen Themen sprechen, aber in der Weise sozusagen nicht gehört werden. Und das ist etwas, was sich schnell ändern muss, damit wir anders wieder miteinander ins Gespräch kommen können. Aber es ist natürlich auch schwierig, sozusagen in eine Diskussion zu kommen, wenn man diesen Dualismus, wie wir ihn vorhin schon diskutiert haben, irgendwie sich so klar macht. Ne? Auf der einen Seite gibt es irgendwie bis in die Mitte der Gesellschaft Bezugnahmen auf Kaiserreich, auf Kolonialismus, auf Bismarck. Bismarck-Statuen werden renoviert, es werden irgendwelche krassen Schlösser in Berlin irgendwie nachgebaut. Und auf der anderen Seite gibt es irgendwie strukturellen Rassismus, es gibt rassistische Gewalt. Und das sind natürlich zwei Realitäten, die so miteinander gar nicht in eine Art von Korrespondenz kommen können. Wenn sich daran nichts ändert, dann werden wir in 20, 30 Jahren wieder hier sitzen und uns fragen, warum hat der Bundespräsident das nicht erwähnt oder warum ist diese migrantische Stimme nicht gehört worden? Und da sind wir eigentlich alle zu angehalten, auch uns selber so ein bisschen an die Kandare zu nehmen und uns zu befragen, warum
sprechen wir jetzt gerade sozusagen darüber und nicht jemand anderes sozusagen. Ne? Vollkommen richtige Einschätzung. Jürgen Bönig. Ich möchte das Augenmerk ein bisschen darauf richten, dass es sozusagen vor dem Kaiserreich diesen Nationalismus gegeben hat und dass auch die Alternativen, die formuliert worden sind, durchaus nationalistisch waren. Also dass die Leute 1848 nach Dänemark gezogen sind und da in den Krieg gezogen sind, ist ja eine Alternative. Preußen hat das dann verhindert, dass sie da was bewirken konnten. Aber es war eine Verirrung, die auch sozusagen auf der Gegenseite vorhanden war. Wenn wir von der Frage Rassismus sprechen, dann müssen wir einfach davon reden, dass hier in Hamburg Salomon Heine die Fenster eingeschmissen worden sind 1830 und 1816, weil er sozusagen als Finanzmensch oder als Gewerbetreibender sozusagen nicht erwünscht war in der Veränderung dieser Gesellschaft. Das heißt, die rassistische Wendung von Problemen auf die Leute, die zweifellos seit 400 Jahren zur Hamburger Gesellschaft dazugehörten, die ist da angelegt und sie ist eben nicht alle einschließend, die jetzt mal da sind, sondern sie war von vornherein rassistisch organisiert, hat die behindert und ist nicht erst im Kaiserreich intensiviert worden, sondern es gibt eine lange Tradition antisemitischer Antikapitalismus, der genutzt worden ist, wie der Nationalismus überhaupt genutzt worden ist, um andere Probleme zu überdecken. Und insofern würde ich Jürgen Zimmerer sehr recht geben. Die Frage ist doch, was heute veranstaltet wird, dass es möglich ist, dass die Erörterung hauptsächlich ist, was war schön am Kaiserreich? Was war modern am Kaiserreich? Wenn man sozusagen die Fundierung der Katastrophen des 20. Jahrhunderts in dieser Geschichte sieht und feststellt, dass die Bundesrepublik Deutschland nach 1945 eine andere Politik gemacht hat, die das nicht fortgesetzt hat. Wieso ist es möglich jetzt und mit welcher Absicht ist es jetzt verbunden, plötzlich wieder dieses Kaiserreich zu rehabilitieren, indem man nicht auf die Strukturen, nicht auf die Gesellschaft, nicht auf die Herrschaftsweise eingeht, sondern sich fragt, war das irgendwie schick? Das ist ein, ich beobachte eine Zurückdrängung einer tiefgehenden Analyse zugunsten des guten Geschmacks. Also man findet das Stadtschloss schön und nimmt in Kauf, dass es die Architektur von Herrschaft ist und sagt, das ist ein Denkmal und das ist doch ästhetisch gut und reißt dafür den Palast der Republik ab. Die Harmlosigkeit dieser Betrachtungsweise kann ich nicht sehen. Das ist politische Absicht, das ist für das Bewusstsein der Menschen verheerend und es kappt die Anknüpfungspunkte in der Geschichte der Bundesrepublik, die die Schlussfolgerung aus der Geschichte des Deutschen Reiches gezogen haben. Und wieso ist es möglich, dass über die Reichsgründung gesprochen wird und nicht klar ist, dass die Fortsetzung der Reichsgründung des Deutschen Reiches das Dritte Reich ist? Wieso kann man das Zweite problemlos zitieren und nicht problematisieren, wenn man irgendetwas von dem angenommenen Dritten Reich überhaupt versteht? Diese ganzen Diskussionen finden sich heutzutage ja auch in aktuell laufenden gesellschaftlichen Debatten wieder, die Frage um die Gesellschaft der Vielen, die Frage darum, ist eine plurale Gesellschaft, in der wir leben, tatsächlich gewollt und möglich, beantworten Leute tatsächlich in vielen Stellen mit Nein. Also sprich, ist es noch lange nicht ausgemacht, dass wir uns darüber einig sind, wie plural diese Gesellschaft tatsächlich ist, und in all den Augen vieler ist nach wie vor der Wunsch nach einer homogenen Gesellschaft, nach einer
neuen völkisch orientierten Nationalismus vorhanden. Und wir sind aber jetzt an dieser Stelle in einem Raum, der theoretisch die Möglichkeit bietet, Kontextualisierung herzustellen. Es gibt in diesem Kaisersaal eigentlich keine sichtbaren einzuordnenden Zeichen dafür, in welchem historischen Kontext er entstanden ist, auf welche historischen Figuren und Büsten man hier trifft. Ich nehme jetzt ganz zum Schluss noch einmal eine Frage aus dem Chat auf an die Runde. Und zwar fragt hier Martin, wie ist eine solche Diskussion im Kaisersaal auszuhalten? Das Bildprogramm des Saals ist doch grauenvoll. Zitat Ende. Die Frage ist, gäbe es Vorschläge aus der Runde, wie mit einem Saal wie diesem zu verfahren wäre, um zu sagen, er würde anfangen, uns plötzlich auch tatsächlich etwas erzählen zu können? Wer möchte anfangen? Die Frage geht an Sie alle drei. Tja, alle lachen, aber keiner reckt den Finger. Jürgen Bönig. Also das Hamburger Rathaus ist ja 1897 fertig geworden und ist fertig geworden, während der Hafenarbeiterstreik stattfand. Und wenn man das Bildprogramm dieses Saales und das Äußere ansieht, dann soll das sozusagen ein Renaissancebau sein. Und da stehen, glaube ich, die lückenloseste Reihe fiktiver oder echter deutscher Kaiser an der Fassade, um Republikanismus und Handelsstadt zu repräsentieren. Und wenn man in diesem Saal, in diesem Rathaus sucht, ist außer handwerklicher Arbeit, also die Handwerker, die zünftig vor sich her machen, keine einzige Spur der industriellen Arbeit zu sehen. Für ein Rathaus, das für eine Millionenstadt am Ende wirksam war. Das heißt, es ist schon von vornherein Mimikry. Es ist so tun, als ob es Hansezeit ist und dabei einen modernen kapitalistischen Staat zu verwalten, der natürlich Arbeiterschaft, Industrie, Handwerk beinhaltet, aber sicher nicht nur mittelalterliches Handwerk. Das heißt, was ich besonders an diesem Saal finde und an dem ganzen Rathaus, dass es nicht sagt, was wirklich passiert ist. Dass es nicht sagt, was wirklich geschehen ist. Und das ist, spiegelt sich in dem Saal nieder. Also es gibt ja andere imperiale Paläste, sozusagen dieser Eroberungszugriff auf die Welt richtig organisiert hat. Aber das, was die Hamburger Kaufleute vor der unmittelbaren Kolonialzeit gemacht haben und was sie in der Kolonialzeit gemacht haben, kommt hier nicht vor. Und das ist für mich der größte politische Schaden. Und es kommt, das ist natürlich der Kern der Geschichte, es kommt die gewählte Bürgerschaft und die Demokratie nicht vor und es kommt die Revolution von 1918-19, der viele dieser Mängel des Deutschen Reiches beseitigt hat, überhaupt nicht vor. Das heißt, wir sind in einem Bau, wo eine andere Verfassung gelebt wird und das Bauwerk stammt aus einer Zeit, als das nicht die Gesellschaft und der Staat war. Und es hat damals schon verheimlicht, was die Hamburger Kaufleute, die Hamburger Stadt und die Unternehmer dieser Stadt und die Arbeitenden dieser Stadt angerichtet haben. Also da fehlt nicht nur eine entsprechende Würdigung der kolonialen Zugriffe des Deutschen Reiches, da fehlt überhaupt ein Wirklichkeitsbezug, der anders ist als ein Märchen über diese Staatsverwaltung. Gibt es aus der Runde dem noch etwas hinzuzufügen? Ja, also ehrlich gesagt, ich finde das alles ziemlich absurd, hier drin in diesem Raum heute zu sein. Natürlich
haut einem die Geschichte sozusagen so jetzt auch nochmal ganz physisch sozusagen ins Gesicht. Aber ich sitze hier umgeben von riesengroßen Porträtaufnahmen von Männern, die auf mich herabschauen, und diese Art und Weise, diese Gebäude so zu machen, auch wenn jetzt hier sozusagen demokratische Prozesse stattfinden, werden die da drin ja gar nicht wiedergespiegelt. Ich habe vorhin, als ich hier angekommen bin, im Innenhof gestanden und habe meinem Freund ein Foto geschickt, habe gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin hier eher im Vatikan als irgendwie im Haus des Demos sozusagen. Das ist ja das, was diese Art von Räumen mit einem auch macht, ne? Die macht irgendwie Angst und offensichtlich sozusagen reicht die Macht derer, die hier abgebildet sind, bis in diesen Raum hinein und wirken jetzt sozusagen auch irgendwie zumindest bildlich auf uns. Ich sehe hier, wenn ich hier mich umgucke, Frauen als Mütter und als Mütter eigentlich nur. Und ansonsten sehe ich hier nur sehr wichtige, mächtige, weiße Männer und das finde ich eigentlich schon traurig, also dass man da keine anderen Bezugspunkte, kein Weitergehen von Geschichte, kein Weitergehen von Auseinandersetzungen, von Kämpfen, von Machtverschiebungen eigentlich hier auch drin erkennen kann. Deswegen war es jetzt irgendwie auf der einen Seite ganz interessant, sozusagen heute hier im Kaisersaal zu sitzen, auf der anderen Seite aber auch völlig absurd und skurril in so einem Raum sich zu befinden. Also ich muss sagen, ich war sehr dankbar, dass diese Veranstaltung hier stattfand, weil es einfach zeigt, dass wir über eine Epoche reden, weil man ja auch die Tendenz hat, in dieser Epoche, die in dieser Umschreibung, Neuschreibung, Schönschreibung dieser Epoche, dann auf einzelne problematische Figuren zu verweisen. Wilhelm II. Gehört an vorderster Front dazu. Und es zeigt einfach doch, wie breit getragen das Kaiserreich und auch Wilhelm II. In seiner Zeit eigentlich war. Und das sollten wir uns immer vor Augen führen. Das war mein Einwand auch vorhin. Nicht auf das Militär nur schieben. Es sind die Strukturen. Und ich finde diesen Raum, ich finde dieses Rathaus ein sehr ehrliches Rathaus, weil es einfach zeigt, worum es einfach geht, um Wirtschaft und um Macht und wie sich beides eigentlich bedingt. Und das ist eine sehr ehrliche Quelle, um zu sagen, das dominierte damals. Und jetzt können wir fragen, ob sich so viel geändert hat. Und diese Frage gebe ich jetzt gleich weiter an Norbert Hackbusch, aber ich möchte vorher noch der Vollständigkeit halber zwei Kommentare aus dem Chat vorlesen, einfach weil ich sie wichtig finde, an der Stelle auch anknüpfend an das, was Carina Burg gesagt hat. Einmal schreibt Pojo Valentin Gläser, eine ernüchternde Diskussion sei dies zumindest aus einer nicht weißen Perspektive. Ist es denn überhaupt erwünscht und realistisch, andere Perspektiven zu berücksichtigen in den Reihen der Historikerinnen-Szene? Und bitte habt Verständnis, dass ich diese Frage jetzt nur vorlese. Und zur Replik darauf würde ich mich gerne vielleicht in gleicher Runde wieder verabreden, hier im Rathaus, im Kaisersaal, in Zeiten, wo wir dann auch mit Publikum diskutieren können, weil das tatsächlich doch was anderes ist. Und hier schreibt außerdem noch Ulrike Bergermann, die Frage der nicht weißen Perspektive ist nicht eine unter anderen, sie muss aktiv eingeladen werden in Uni, Rathaus und Politik. Insofern, weil die Zeit auch schon überschritten ist, übergebe ich jetzt nochmal das Wort an Norbert Hackbusch und frage ihn nach seinem Fazit und seinen Eindrücken aus dieser Diskussion und seiner Perspektive auf das, was vielleicht auch mit diesem Saal hier passiert. Ja, vielen Dank. Also vielen Dank an die Runde. Vielen Dank natürlich auch an die kritischen Kommentare, die wir auch durchaus vorher überlegt hatten und bestimmte Diskussionen auch weiterführend auch zu machen sind. Wir haben ja auch gemerkt, dass wir viele Punkte eben in gewisser Weise nur ansprechen konnten und nicht in der Lage waren, sie jetzt richtig auszuführen. Aber ich fand es unheimlich viele Anregungen und auch unheimlich viele Punkte,
die man jetzt eigentlich nochmal weitergehend besprechen müssen. Ich glaube, das Entscheidende, was ich gelernt habe heute Abend, ist, dass ich bisher immer so ein bisschen davon ausgegangen bin, diese Diskussion um Bismarck oder die Diskussion um Kaiser sei, die wir ja auch hatten oder Ähnliches, wären mehr so ein Ausrutscher oder so eine Hamburgensie. Und mir ist schon klar geworden, auch durch die Diskussion heute Abend, dass es ja durchaus eine neue, kräftige Stimme in Deutschland geworden ist. Das Stadtschloss ist mir daran nochmal deutlich geworden, wie wichtig das eigentlich bedeutend ist. Und dass es dort eine, wollen wir sagen, eine neue Konstruktion eines Nationalismus sich da andeutet. Und ich finde, das ist schon sehr wichtig für uns, uns damit auseinanderzusetzen. Was ist eigentlich die Gefahr daran, an dieser Verklärung, die wir jetzt gegenwärtig ja auch bei Bismarck sehen? Und auch da finde ich viele Anregungen heute in der Diskussion, die ich so entdeckt habe, natürlich der Nationalismus als ein wichtiger Punkt. Diese Art und Weise von Blut- und Eisendoktrin, die Bismarck in gewisser Weise auch eingebracht haben, also diese blutigen Schlachten von Versailles oder Sedan oder eben auch Düppelner Schanze, die dort geschehen sind, die ja eigentlich die Grundlage auch dessen waren und was heutzutage eben unheimlich gerne vergessen wird oder auch eben verklärt wird. Und da ist natürlich eine wichtige Aufgabe von uns da drin, das zu machen. Ich freue mich, dass wir das in diesem Saal gemacht haben. Weil meine größte Befürchtung war, dass dieser Saal an dem heutigen Tag von denjenigen, die diese Verklärung fortsetzen, wieder genutzt wird. Und dementsprechend finde ich das eine ganz interessante und gute Möglichkeit von, wollen wir sagen, wirken auch dagegen und wirken auch im Zusammenhang mit den verschiedenen Diskussionen, die wir gegenwärtig haben. Ich finde auch die Diskussion im Zusammenhang mit Bismarck nochmal deutlich und seiner Afrikapolitik und dieser massenweise Zerstörung und die dort in dieser Zeit geschehen ist, die eben auch in diesen Kontext gehört und wichtig ist. Was kann man eigentlich machen oder was können wir machen? Wir haben, finde ich, die Diskussion um den Bismarck. Das ist eine Diskussion um das Denkmal. Es ist ein Skandal, dass dort also praktisch eine Restaurierung stattfindet. Wir müssen dort aufnehmen, in irgendeiner Art und Weise dekonstruieren. Auch diese Art und Weise von Restaurierung, die dort gedacht wird, muss gebrochen werden. Dazu ist wichtig, eine Diskussion voranzubringen. Wir haben schon mal angesetzt eine Diskussion um diesen Saal und um das Rathaus, weil dort jedes Zeichen von Demokratie oder auch davon, dass jeder Einzelne wirken kann und nicht die Herrschenden das für uns machen, dass das wichtig gebrochen werden muss. Wir haben das in der letzten Legislatur schon mal diskutiert. Wir werden das wieder neu einbringen. Wir werden die Diskussion im Zusammenhang mit der kolonialen Geschichte, wir stellen fest, dass es dort mal einen guten Anfang vor 3-4 Jahren gegeben hat in Hamburg, aber dass wir dort sehr ins Stocken gekommen sind. Wichtig brauchen wir dort einen neuen Impuls, um das auch zu besprechen. Auch die besondere Rolle der hamburgischen Kaufleute in dem Zusammenhang, die sehr lange und sehr gern eben zu wenig berücksichtigt worden ist. Und ganz glücklich bin ich, wir haben so eine kleine Dekonstruktion eben heute schon gemacht. Hinter mir sieht man irgendwie den Kaiser mit einem St. Pauli-Schal in Corona-Zeiten. Und wir werden darauf achten, dass wir diese Art und Weise von Geschichte so ein bisschen auch in die heutige Zeit bringen, demokratisieren. Da finde ich eine wichtige Aufgabe und auch eine wichtige Diskussion, die wir hier weiterführen müssen. Also vielen Dank an die alle, die hier waren. Sehr viel Wissen, fast zu viel für mich, aber gut, dass es da war. Norbert Hagbusch. Ja, und das soll das Schlusswort gewesen sein. Aber tatsächlich nochmal vielleicht die Option in Zukunft mit einer erweiterten Runde von denjenigen, die heute hier alle nicht zu Wort gekommen sind, aber hier hätten sein sollen, müssen, diese Diskussion fortzuführen, hier in diesem Raum und im besten Fall in Zeiten, wo man sich tatsächlich wieder gemeinsam in einem Raum aufhalten kann, ohne dass man 5 Meter entfernt voneinander sein muss. Auch von mir vielen Dank für diese Diskussion und bis hoffentlich ganz bald und alles Gute und einen schönen Abend.